dritte Adventssonntag eine Botschaft aus dem Gefängnis. Der Johannes, genannt der Täufer, sitzt dort, eingesperrt vom bösen Herodes. Und er hat eine Frage. Er lässt durch einen seiner Freunde, seiner Jünger, den Jesus fragen, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Es könnte eigentlich auch so formuliert sein, du bist so anders, als ich es erwartet habe. Ich habe mir konkrete Vorstellungen gemacht, du entsprichst ihnen nicht. Wie geht's mir mit meinen Vorstellungen von Gott, von Jesus, von seinem Club, der Kirche? Da gibt es die einen, die sagen, boah, sowas Langweiliges und Altmodisches, da tut sich nichts. Und andere sagen, ständig Veränderung, man findet gar nicht mehr das, was ich eigentlich gekannt habe, das mir wichtig ist. Ist er es, der gekommen ist? 2000 Jahre ist es her. Hat sich die Welt wirklich so zum Besseren verändert? Ist seine Botschaft angekommen, durchgekommen? Vielleicht wäre es ganz interessant zu überlegen, was wäre anders in dieser Welt und was wäre anders in meinem ganz persönlichen Leben, hätte ich mich nie auf diesen Gott, auf diesen Jesus eingelassen. Wäre Kirche nicht da mit all ihren Grenzen, die trotzdem Heimat in Gott gibt und etwas von ihm vermitteln will? Fallen dir da Gründe ein? Mehr als einer? Drei? Fünf? Vielleicht sogar 10 Gründe, dass es schon gut ist, dass er es ist, auf den wir warten.